Die Carnival Cruise Line lässt ihr größtes Kreuzfahrtschiff vom Stapel. Es gibt immer viel zu tun. Die Carnival Vista fährt die historischen Städte des Mittelmeerraumes ab. Die Passagiere erwartet eine unvergessliche Reise. Einfach einmalig. Doch bei einem neuen Schiff läuft nicht immer alles glatt. Ich bin sauer. Tut mir leid. Und es kommt noch schlimmer. Herzinfarkt. Kann sie per Boot zurück? Die Crew der Vista hat alle Hände voll zu tun. Die Carnival Vista ist gerade das neueste und größte Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line. Sie ist seit Mai 2016 im Dienst. Die Vista ist 324 Meter lang. Sie bietet 10 Restaurants, fast 2000 Kabinen, einen Wasserpark, ein IMAX-Kino und Platz für rund 4000 Passagiere. Das sind bestimmt 20.000 Koffer. Schaffen wir das in 3 Stunden? Ja. Die Erwartungen, die die Reederei in ihr neues Flaggschiff setzt, sind mindestens so groß wie das Schiff selbst. Alles klar? Prima. Dieses Schiff ist unser Aushängeschild. Sie ist ein wahres Prachtstück. Ich werde beim Ablegen so nach Achtern steuern. Alles sieht gut aus. Kapitän Rocco Lubrano hat das Ingenieursteam dabei unterstützt, ein schnelleres, stabileres und effizienteres Kreuzfahrtschiff zu bauen. Ihr Azipod-Antrieb macht sie leistungsstark. Durch die Bugstrahlruder ist sie weniger windanfällig. Ein gutes Schiff. Der hochmoderne Ozean Riese startet seine 10-Tages-Tour in Griechenland. Als erstes steuert die Carnival Vista Malta an. Von dort aus geht es an der Westküste Italiens entlang bis nach Südfrankreich und weiter nach Spanien. Der Trip endet in Barcelona. Die Carnival Vista liegt im Hafen von Piräus, 10 Kilometer von Athen entfernt. Für die einen endet hier die Reise. Für die anderen beginnt in knapp 2 Stunden das Boarding. Die Carnival Vista erwartet einen neuen Schwung urlaubshungriger Passagiere. Okay, ganz nach hinten. Danke. Jede Sekunde zählt. Gut. Wir haben viel zu tun. Die Kabinen müssen fertig sein, wenn die 4600 Gäste um 12:30 an Bord gehen. Das kommt dahin. Erste Hausdame Linda Lazar und ihr Team aus 160 Kabinen-Stewards haben nur wenige Stunden, um die knapp 2000 Suiten vorzubereiten. Die Suiten müssen picobello sein. Der erste Eindruck ist für unsere Gäste sehr wichtig. Frische Bettwäsche für blitzende Kabinen. In der Wäscherei wird rund um die Uhr gearbeitet. Wir waschen 70 Tonnen Bettwäsche und Handtücher pro Woche. Das entspricht 10.000 Ladungen in normalen Waschmaschinen. Alle ziehen an einem Strang, damit der Passagierwechsel reibungslos abläuft. Hoteldirektor Pierre Camilleri prüft die Lebensmittel für die nächsten 10 Tage. Weiter so. Wir erwarten 350 Paletten Lebensmittel in 12 riesigen Containern. Wir haben nur sehr wenig Zeit, um sie an Bord zu bringen. Haben wir genug? Mehr als genug. Die Lebensmittel müssen sicher verstaut werden. Wie läuft das Laden? Bestens. Es fehlen nur noch 4 Container.
Das ist unsere Autobahn. Hier herrscht Hochbetrieb. Die Gäste sollen von dem ganzen Trubel nichts mitbekommen. Deswegen laden wir Lebensmittel und alles andere über die A95. Auf Autobahnen geht alles sehr schnell. Und das ist gut so. Der Kapitän und die Gäste wollen pünktlich ablegen. Mir ist wichtig, dass wir rechtzeitig ablegen. Einmal wegen der anderen Schiffe im Hafen. Und weil wir pünktlich ankommen wollen. Da geht's um Minuten, nicht um Stunden. Die Gäste bekommen von der Hektik unter Deck nichts mit. Sie werden von Kreuzfahrtdirektor Matt Mitchum begrüßt. Danke. Mir wird schon ganz heiß. Er präsentiert den Gästen das Programm, das sie auf dieser ereignisreichen Reise an Bord und bei Landausflügen erwartet. Es ist nicht einfach, jeden einzelnen Gast zu betreuen. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Ich möchte, dass sich jeder an Bord wohlfühlt. Kapitän Lubrano will pünktlich ablegen. Doch der starke Verkehr in Piräus könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Carnival Vista, bestätige Abfahrtszeit 19 Uhr. Er will unbedingt im Zeitplan bleiben. Lasst uns die Abfahrt durchsprechen. Momentan legen in Piräus jeden Tag ungefähr 120 Fähren an und ab. Wenn der Kapitän nicht rechtzeitig ablegt, muss er sich hinten anstellen. Dadurch könnte sich die Abfahrt um bis zu 40 Minuten verzögern. Die Gäste wollen los und ich will sie nicht enttäuschen. Doch es gibt schlechte Nachrichten. Ein Bus mit Passagieren steckt im Stau. Der letzte Bus soll um 18.45 Uhr ankommen. Er bringt die letzten 30 Gäste. So that should be the last 30 guests. 15 Minuten zum Einsteigen. Das ist knapp, aber machbar. Crew und Gäste sind an Bord. Noch eine Fähre, dann kann die Carnival Vista ablegen. Leinen los und auslaufen. Ich setze das Backbord Azipod und das Steuerbord Bugstrahlruder ein. Schub für das Bugstrahlruder. Wir brauchen Abstand auf Steuerbord. Dreimal das Schiffshorn. Dreimal? Ja. Das Schiff ist gerade aus dem Hafen, da bekommt der Kapitän einen Notruf. Ein Gast muss von Bord. Von Bord? Ja. Ein Gast? Ja. Jetzt? Ja. Oh nein. Eine Passagierin hatte einen Infarkt. Sie muss sofort an Land gebracht werden. Mal eben zurückfahren ist mit der Carnival Vista nicht möglich. Wir wissen nicht genau, wie es ihr geht. Darum fahren wir erst aus dem Hafen und sehen dann weiter. 12 Minuten später. Verstanden, Doktor. Hat der Arzt seine Diagnose gestellt. Funk das Hafenpersonal an. Herzinfarkt. Können Sie per Boot zurück? Der Kapitän muss überlegen, wie er die kranke Passagierin schnell und sicher an Land bringen kann. Wir setzen etwas zurück. Schub bitte, Backbord. Die Carnival Vista wartet in der Nähe des Hafens. Wenn das Frachtschiff weg ist, nehmen wir Kurs Richtung Westen. Bereiten medizinische Ausschiffung vor. Sie öffnen die Tür. Ein Rettungsboot ist unterwegs zur Carnival Vista. Es bringt die Passagierin zurück an Land. Serviceboot, hier ist Carnival Vista. Die Passagierin wird vorsichtig auf das Rettungsboot gehoben. Die Frau wird in 20 Minuten im Hafen sein. Dort wartet schon der Krankenwagen auf sie. Das ist gut.
Jetzt heißt es volle Fahrt voraus. Mit Anbruch der Nacht beginnt für die Carnival Vista der erste Seetag auf dem Mittelmeer. Am nächsten Morgen zeigt sich das Schiff von seiner verspielten Seite. Es hat einen riesigen Vergnügungspark an Bord. Die zwei Pools auf Deck 10 sind nur der Anfang. Zwei Decks drüber gibt es einen Wasserpark mit Fontänen, einer riesigen Eimerdusche und zwei Wasserrutschen, von denen eine knapp 140 Meter lang ist. Außerdem gibt es einen Minigolfplatz und einen Hochseilpark. Der absolute Spaß aber ist der Skyride. Ein unvergleichlicher Ausblick. In futuristischen Kabinen können Passagiere 46 Meter über dem Meer in die Pedale treten. Die Strecke ist 240 Meter lang. Den Skyride gibt es noch auf keinem anderen Kreuzfahrtschiff. Drew Jeskys Tag beginnt damit, die Anlage zu überprüfen. Wir können loslegen. Wir lernen jeden Tag dazu. Es läuft noch nicht alles ganz reibungslos. Noch ein paar letzte Tests und der Spaß kann beginnen. Und Vollgas! An Seetagen fahren über 400 Passagiere mit dem Skyride. Wenn kein Landausflug ansteht, ist jedes Crewmitglied im Einsatz. Die Restaurants werden voll sein. Pierre Camilleri ist Leiter des Hotelbetriebs. Er prüft das gastronomische Angebot des heutigen Abends. In der größten Kombüse der Karnevalflotte arbeiten 167 Köche. Hauptsächlich aus 5-6 Ländern. Chefkoch Suman Banerjee leitet das Küchenteam. Der griechische Salat muss raus. Mehr Parmesan. Banerjee und sein Team haben alle Hände voll zu tun. Bis zu 2200 Gäste wollen zur gleichen Zeit bedient werden. Während die Gäste essen, wird das Abendprogramm vorbereitet. Und 1 und 2 und 3 und 4. 5, 6, 7, stopp. Die Tänzer proben für die Show, die heute in der Liquid Lounge läuft. Phyllis und Eloise gehören zu einer 12-köpfigen Tanzgruppe, die 4 verschiedene Shows aufführt. Wir haben eine Kuba-Show, eine Rock-Show, eine 70er-Show und Flick, eine moderne Show. Da ist für jeden Gast was dabei. Aber vor dem Abendprogramm genießen die Passagiere die letzten Sonnenstrahlen. Wer statt Cocktails lieber Bier mag, ist bei Colin Presby goldrichtig. Der Braumeister schenkt im Red Frog Pub Bier aus, das auf dem Schiff gebraut wurde. Der gesamte Brauprozess findet hier an Bord statt. Auf jeder Kreuzfahrt trinken die Gäste etwa 1500 Liter seines Craft-Bieres. Das ist unser Thirsty Frog Karibik-Weizenbier, gebraut nach belgischer Art mit Orangenschalen und Koriander. Unser Bestseller ist das Port Hoppin IPA aus markanten Hopfenarten wie Simcoe und Citra. Das ist noch nicht alles. Wir brauen gerade frisches Port Hoppin IPA. Die einen genießen kühles Bier, die anderen stehen auf heiße Rhythmen. Kreuzfahrtdirektor Mitchum heizt der Menge ein. Gleich wird es heiß. Die
Die Tänzer legen eine feurige Latino-Show aufs Parkett. Amor Cubano. Applaus! Es wird die ganze Nacht durch gefeiert. Als die Sonne aufgeht, nähert sich die Carnival Vista dem mittelalterlichen Hafen von Malta. Die engen Fahrwege sind eine große Herausforderung für den Kapitän dieses riesigen Schiffes. Die Carnival Vista wird heute in Malta einlaufen. Sie hat bereits 2000 Kilometer im Mittelmeer zurückgelegt und steuert jetzt Valletta an, die Hauptstadt des Inselstaates. Vallettas Hafen ist fast zu klein für solche riesigen Kreuzfahrtschiffe. Reduziere auf 5,7. Der Kapitän muss die Vista vorsichtig am Dock entlang steuern. Wir müssen auf die Instrumente achten, aber auch auf Sicht fahren. Deshalb stehen zwei Ausgucker an jedem Ende des Schiffs. Sie achten darauf, dass wir weder am Bug noch am Heck anstoßen. Eins, vier, null, Freigabe. Hard Backboard. Der örtliche Lotse hilft Lubrano, die Vista durch die enge Hafeneinfahrt zu manövrieren. Der Kapitän muss zwei enge Kurven fahren. An den Seiten und am Heck hat er dabei kaum Spielraum. Die Bojen markieren seichte Stellen. Wir müssen zwischen den Bojen bleiben, in der Mitte der Fahrrinne. Wenn das Schiff im Hafen ist, wird es noch mal spannend. Um anzudocken, muss der Kapitän den 322-Meter-Koloss drehen. Nicht einfach, wenn man vorn und hinten nur 60 Meter Spielraum hat. Die Instrumente sagen, es gibt genug Platz. Sieht gar nicht so aus. Hier im Hafenbecken können wir das Schiff gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bug nach Backbord. Die Vista muss sich einmal um die eigene Achse drehen. Das schafft sie mit Hilfe der zwei beweglichen Propeller, die unter dem Heck angebracht sind. Die drei Strahlruder am Bug unterstützen das Manöver. Bug etwas mehr Backbord. Wir haben genug Abstand zur Starbreeze. Das sollte klappen. Ja, noch etwas näher. Maschinenstopp. Passt. Haben Sie Bus 5 und Bus 11 schon bestellt? Paul Wassers ist Leiter des Ausflugprogramms, das die Carnival Vista anbietet. Heute werden 1400 Personen einen Landgang machen. Es geht etwas hektisch zu, weil alles so eng ist. Aber die Busse fahren sogar früher los. Für jeden ist etwas dabei. Jeep-Touren, sonnige Strände oder ein Besuch der Altstadt. 3/4 unserer Gäste sind aus den USA und Kanada. Einige sind zum ersten Mal in Europa. Sie interessieren sich für die Geschichte des Kontinents. Bei Karibik-Kreuzfahrten bleiben die Gäste häufig an Bord. In Europa gehen beim ersten Stopp etwa 4000 von über 4500 Gästen an Land. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Chefingenieur Cesare Boldrini nutzt den Tag, um im Rumpf der Vista die Maschinen zu warten. Das Schiff muss im Hafen kein Frischwasser laden. Denn das Meerwasser wird in Tanks gepumpt und dort mit speziellen Systemen entsalzt.
Das Mittelmeer ist etwa 24 Grad warm. Deswegen müssen wir die Filter regelmäßig säubern. Um das Meerwasser trinkbar zu machen, muss es zuerst gefiltert werden. Boldrinis Team reinigt gerade einen der zylinderförmigen Filter. In manchen Häfen landen Quallen und Algen in den Filtern. Wenn die Filter wieder sauber sind und das Meerwasser entsalzt ist, können die Passagiere es nutzen. Auf dem Schiff sind über 6000 Menschen, die frisches Wasser wollen. Der Wasserpark braucht auch viel Wasser. Wasserversorgung ist eines der wichtigsten Themen an Bord. Da hat er recht. Die Carnival Vista verbraucht tagtäglich 1 Million Liter Süßwasser. Das gefilterte Meerwasser fließt durch einen Vakuumverdampfer, wo das Wasser entsalzt wird. Frischwasser kommt in verschiedenen Bereichen des Schiffes zum Einsatz. Es kühlt die Motorblöcke der 5 dieselelektrischen Generatoren und die Kompressoren der Klimaanlage. Im Hotelbereich versorgt es die Kombüsen, die Duschen in den Suiten und den Wasserpark auf dem Oberdeck. Ohne saubere Filter gibt es kein Frischwasser. Wenn es Probleme mit dem Kühlwasserkreislauf gibt, liegt es meistens an den Filtern. Die Filter sind sauber. Die Wasserversorgung ist gesichert. Doch nicht nur im Maschinenraum muss alles wie geschmiert laufen. Die erste halbe Stunde ist entscheidend. Oberkellner Ken Byrne bespricht mit seinen Mitarbeitern die Umfrageergebnisse. Die Gäste haben die Serviceleistung bewertet. Bei Freundlichkeit und Bewirtung haben wir 9,14. Das ist super. Beim Service sind es 8,87. Byrne will mit der Vista die anderen 24 Schiffe der Carnival-Flotte auf die hinteren Plätze verweisen. Die Gäste erwarten viel vom Flaggschiff der Carnival-Flotte. Diese Fahrt muss noch besser sein als die letzte. Die Kellner müssen die Gäste schnell und zuvorkommend bedienen. Gegrillte Riesengarnele. Der Kunde ist König, rund um die Uhr. Wir bedienen an die 4600 Gäste an Bord. Alles ist perfekt durchorganisiert. Food Operations Manager Ivo Ristov legt Wert auf Schnelligkeit und aufs Detail. Gibt es das auch Medium? Machen Sie das? Wir müssen im Zeitplan bleiben. Wenn ein Gang zu spät aufgetragen wird, setzt ein Dominoeffekt ein. Verzögerungen lassen sich kaum aufholen. Die Kellner und das Küchenpersonal müssen perfekt miteinander harmonieren. Kein Kellner darf sich an einer Essensausgabe vordrängeln und dann mit vollem Tablett an einer anderen Essensausgabe warten. Nicht falsch verstehen, diese Arbeit ist alles andere als leicht. Alles, was zwischen Restaurants und Kombüse passiert, ist penibel koordiniert. Weitermachen! Ihr müsst nicht auf mich warten. Jetzt wird aufgetischt. Das Abendessen ist genau getaktet. Aperitif, Suppe, Salat, Hauptgang, Nachtisch, Kaffee. 4600 Gäste sind viel. Nach dem Essen erwartet die Passagiere ein buntes Abendprogramm. Morgen früh ist die Carnival Vista in Italien. Doch der heutige Abend ist noch jung. Der DJ verteilt die Neonarmbänder. Auf dem Oberdeck geht es heute Nacht rund. Die 80er-Jahre-Party weckt Erinnerungen. Morgen reisen die Gäste noch weiter zurück in die Vergangenheit. Sie besuchen den Ätna.
Am sechsten Tag der Kreuzfahrt nähert sich die Carnival Vista der geschichtsträchtigen Stadt Messina. Messina liegt im Nordosten von Sizilien, gegenüber der Stiefelspitze Italiens. Etwa 70 Kilometer südwestlich von Messina wartet eine besondere Sehenswürdigkeit, der Ätna. Er ist immer noch aktiv und mit seinen rund 3300 Metern Europas höchster Vulkan. In der Straße von Messina sind viele Schiffe unterwegs. Frachtschiffe, Fischerboote, Fähren und Kreuzfahrtschiffe. Nach dem Anlegen gehen die Passagiere von Bord. Hier lang. Vazas hat einen Ausflug zum Ätna organisiert. Um zum Gipfel zu kommen, nehmen die Passagiere zuerst die Seilbahn, dann fahren sie mit dem Bus weiter. Die letzten Kilometer bis zum Gipfel werden sie zu Fuß zurücklegen. Doch es lohnt sich. Wann hat man schon die Gelegenheit, einen aktiven Vulkan zu besteigen? Vor einem Monat hat er noch Lava gespuckt. Das ist spannend. Kapitän Lubrano nutzt den Landausflug, um seinen Kollegen von der Brücke die Spezialitäten seiner Heimat zu präsentieren. Espresso und Cornetto. Italienischer Kaffee ist der beste. Gute Röstung und gutes Wasser. Das ist die perfekte Mischung. Vier Espressi. Ein gefülltes Cornetto aus Sizilien. Köstlich. Schiffsoffizier Salvatore Cucurullo war früher Barista. Er ist der Kaffee-Experte der Vista. In italienischen Häfen gehen wir immer einen guten Espresso trinken, direkt, wenn wir mit der Arbeit durch sind. Das gibt Energie für den Tag. Ohne Kaffee an Bord fahren wir nicht weiter. Doch auch die Bierfans kommen auf ihre Kosten. Colin Presby schrotet im Mühlenraum gerade die Gerste für sein Indian Pale Ale. Wir verarbeiten die rohe Gerste. Sie wird gemälzt, geschrotet und gemeischt. Damit beginnt das Brauverfahren. Ich bin gerade hier unten und bereite alles für den Brautag vor. Bierbrauen ist eine Wissenschaft für sich. Das Getreide kommt zum Einmeischen ins heiße Wasser. Bei diesem Vorgang wandeln Enzyme Stärke in Zucker um, der wiederum von Hefen in Alkohol und Kohlendioxid umgewandelt wird. Der Prozess macht die Gerste von herb zu süß. Die Stärke wird zu Zucker. In etwa 3 Wochen können die Gäste das frisch gebraute Bier kosten. Wenn vorher nichts schief geht. Die Logistik ist auf einem Schiff besonders wichtig. Man muss genau überlegen, welche Zutaten man an welchen Hafen bestellt. Bevor Presby wieder nach oben geht, gönnt er sich noch ein Schlückchen. Genauso muss es schmecken. Während das Bier gärt, fährt die Vista entlang der italienischen Küste nach Neapel. Am nächsten Morgen legt sie an. Es ist kurz nach 9. Einige Passagiere werden gleich die Insel Capri vor der Küste Neapels erkunden. Bei diesem Stop wird die Carnival Vista betankt. Buongiorno, com'è? Das Bunkerschiff steht schon bereit, denn das Auftanken muss schnell gehen. Vor 10 Tagen haben wir zum letzten Mal getankt. Heute kommen 800 Kubikmeter Schweröl und 250 Kubikmeter Diesel in den Tank. Das Bunkerschiff muss uns schnell betanken können. Denn wir liegen hier nur kurz vor Anker. Pumpen sie zu langsam, können wir nicht volltanken.
Mit einem Durchfluss von 350 Kubikmetern pro Stunde dauert Volltanken etwa 4 Stunden. Wir sind soweit. Treibstoff ist mit Abstand der größte Kostenfaktor für die Reedereien. Dafür wird mehr Geld ausgegeben als für Verpflegung, Löhne und die bunten Cocktailschirmchen. Gruppe 6. Die Passagiere, die an Land gehen, genießen den Tag auf Capri. Die Insel kennt man nicht nur für ihren Sonnenuntergang und Capri-Hosen, sondern auch ihren leckeren Zitronenlikör Limoncello. Die Passagiere kehren tiefenentspannt zum Schiff zurück. Die Techniker hingegen stehen unter Druck. Die Betankung hat deutlich länger gedauert. Jetzt hat die Vista 1 Stunde Verspätung. Auf dem Weg nach Rom muss Kapitän Lubrano Zeit gut machen. Nach 10 Stunden Fahrt erreicht die Vista am nächsten Morgen planmäßig den Hafen von Civitavecchia. Von dort aus ist man in etwa 1 Stunde in Rom. Die Vista ankert nun für 13 Stunden. Es ist ihr längster Zwischenstopp. 1600 Passagiere freuen sich auf ihren Landgang. Doch für Paul Vasas beginnt dieser Tag alles andere als gut. Willkommen auf der Fahrt in die ewige Stadt. Ich heiße Paul und habe leider eine schlechte Nachricht. Die vatikanischen Museen schließen heute ohne Angaben von Gründen früher. Ein Albtraum für Vasas. Die Gäste zeigen nur wenig Verständnis. Die Vista liegt im Hafen von Civitavecchia. Paul Vasas, der die Landausflüge koordiniert, hat ein Problem. Er muss das Ausflugsprogramm kurzfristig ändern. Einen Moment. 2 Sehenswürdigkeiten, die auf der Vatikan-Tour besucht werden, schließen heute früher. Die Sixtinische Kapelle und die Vatikanischen Museen. Als die Passagiere davon erfahren, verlassen einige verärgert den Bus. Sie verlangen eine Entschädigung. Sie haben uns gesagt, dass wir um 12 Uhr in den Vatikan kommen. Und jetzt ist er geschlossen. Ich bin echt sauer. Tut mir leid. Im Hafen ankern noch 5 weitere Kreuzfahrtschiffe. Vasas braucht einen Plan B. Doch es ist nicht einfach, die enttäuschten Passagiere zu beschwichtigen. Diese Gäste sind sauer. Wir könnten sie die Stadt auf eigene Faust erkunden lassen. Die Busse sollen warten. Vasas muss schnell eine geeignete Lösung finden. Denn die Passagiere sind langsam mit ihrer Geduld am Ende. Wir organisieren eine Gratisführung vor das Kolosseum und vor den Petersdom. Es läuft genauso wie bei der Tour, die Sie für heute gebucht haben. Wir wollen aber rein. Informationen davor, rein auf eigene Faust, genau gleich. Statt die Tour abzusagen, haben wir eine neue Tour organisiert. Bei 6 Schiffen im Hafen ist das nicht selbstverständlich. Ein neuer Reiseführer fährt mit den Passagieren erst zum Kolosseum. Danach können sie das Forum Romanum besichtigen. Nach dem Mittagessen bringt er sie dann noch zum Petersdom. Es ist zwar erst 8:30, doch Vasas sehnt sich bereits nach dem Feierabend. Ich bin erschöpft. Aber nur wenn die Gäste glücklich sind, bin ich auch glücklich. Die Zufriedenheit unserer Passagiere hat absolute Priorität. Solche Herausforderungen gehören zum Job. Was haben wir hier? An Bord des Schiffs begutachtet Food Operations Manager Ivo Ristov eine Fischlieferung aus Rom.
Wir haben Seebrassen bestellt und Wolfsbarsch. Auf Italienisch heißt er Branzino. Wunderschön. Was für Seebrassen. Chefkoch Suman Banerjee ist begeistert. Frischer Branzino, herrlich. 3 Grad, ganz frischer Fisch. Frischen Fisch gibt es auf großen Kreuzfahrtschiffen selten. Die Fische wurden heute früh hier im Meer gefangen. Christoph weiß, dass die Passagiere frischen Fisch besonders gerne mögen. Top-Qualität. Die Passagiere in Rom laufen sich schon mal ordentlich Hunger an. Im Hochsommer sind unzählige Touristen in der ewigen Stadt. Um 19.30 Uhr sollten alle Passagiere beim Schiff sein. Doch einige fehlen noch. Kein Wunder, das ist Rom. Wie viele fehlen? 1, 2, 3. Service-Manager Miril Klimic soll die verspäteten Passagiere einsammeln. Einige Züge von Rom nach Civitavecchia haben Verspätung wegen technischer Probleme. Ich frage beim Reiseveranstalter nach. Wo ist er? Während die Sonne im Meer untergeht, blickt der Kapitän sorgenvoll auf die Uhr. Die Carnival Vista soll um 8 ablegen. 20 vor 8 fehlen immer noch einige Passagiere. Die Crew ist an Bord. Wir warten auf 35 Gäste. Keiner weiß, wo sie stecken. Sind sie auf Landgang? Bei uns sind sie nicht. Seht in ihren Kabinen nach und bereitet die Unterlagen vor. Im Hafen ist niemand mehr. Wenn Passagiere Landgänge über das Schiff buchen, wartet der Kapitän auf ihre Rückkehr. Gehen sie auf eigene Faust an Land und verspäten sich, fährt das Schiff ohne sie los. Doch in diesem Fall wartet der Kapitän. Sie sind 13 Minuten zu spät. Um 19.30 Uhr hätten Sie hier sein sollen. Um 8 Uhr legen wir ab. So lange können wir noch auf Sie warten. Jetzt fehlen noch 30 Gäste. Ich sehe, welche laufen. Wir warten noch. Ich gebe Ihnen noch ein paar Minuten. Aber ewig kann ich nicht auf Sie warten. 13 Gäste sind gemeinsam nach Rom gefahren. Sie sind in 8 bis 10 Minuten hier. 8 bis 10 Minuten. 10 Minuten später. Brücke, die 13 Gäste sind am Gate. Wir holen sie ab. Die letzten 13 Gäste sind gleich an Bord. Endlich sind alle Passagiere an Bord. Jetzt kann der Kapitän die Luken schließen und den Anker lichten. Gut, dass wir niemanden zurücklassen mussten. Jetzt kann der Kapitän entspannen. Chefkoch Banerjee hingegen läuft bei einem exklusiven Dinner in der Kombüse zu Hochform auf. Auf den Abend! Sind Sie aufgeregt? Normalerweise überwacht Banerjee die Zubereitung der Gerichte. Heute führt er 16 ausgewählte Gäste durch die Kombüse. Lassen Sie es auf der Zunge zergehen. Schmecken Sie es? Es muss im Mund schmelzen. Nach dem Rundgang erwartet die Gäste etwas ganz Besonderes. Überraschung! Schmeckt's? Himmlisch. Ihnen schmeckt's offensichtlich nicht. Ungenießbar.
Das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich wollte schon immer mal mit einem Chefkoch am Tisch sitzen. Alle Gerichte waren lecker. Aber mein Favorit war der Wolfsbarsch. Banerjee bekommt selten so ein direktes Feedback wie bei diesem Exklusivdinner. Meine Damen und Herren, es war uns ein Vergnügen, Sie zu bewirten. Christoph hat wohl die richtigen Fische ausgewählt. Bei Tagesanbruch sollte die Carnival Vista in den vorletzten Hafen der Reise einlaufen. Doch das Wetter spielt nicht mit. Sicht ist gleich null. Wir müssen wohl länger warten. Der Horizont verschwindet im Nebel. Und das, nachdem die Carnival Vista seit 10 Tagen im Mittelmeer unterwegs ist. 9 Tage lang war die Sicht klar. Aber jetzt, kurz vor Marseille, fährt das Schiff in eine dichte Nebelsuppe. Um 5 Uhr morgens hat der diensthabende Offizier gemeldet, dass die Sicht schlechter wird. Jetzt ist sie bei null. Wir sind die Checklisten durchgegangen und haben die Geschwindigkeit reduziert. Aus dem Hafen von Marseille gab es jetzt aktuelle Wetterinformationen. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir einfahren können. Das Schiff hat zwar ein hochmodernes Radar, trotzdem entscheidet der Kapitän, vor dem Hafen abzuwarten. Dreißig Minuten später klart es auf. Endlich kann die Vista in den Hafen einfahren. Auch beim letzten Landausflug hat Paul Wasers alle Hände voll zu tun. Eine Person bleibt hier. 16 abfahren. 45 abfahren. Wegen der Verspätung muss er Touren und Busse neu organisieren. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie da sind. Die Vista muss heute unbedingt pünktlich ablegen. Sie wird morgen früh um 6 in Barcelona erwartet. Dort steht der nächste Passagierwechsel an. Einige Gäste wollen lieber auf dem Schiff bleiben. Denn heute spielt ihr Lieblingsfußballteam. Am Nachmittag sind alle Passagiere wieder an Bord und jeder Einzelne fühlt sich wohl. Kein Wunder. Es war eine ereignisreiche und größtenteils sonnige Kreuzfahrt. Die Crew hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, um alle Gäste zufriedenzustellen. Wie geht's Ihnen? Schön, Sie zu treffen. Hoteldirektor Pierre Camilleri ist zufrieden. Die letzten 10 Tage auf der Carnival Vista waren für uns ein voller Erfolg. Die Gäste hatten Spaß an Bord und an Land. Es war unsere bisher erfolgreichste Kreuzfahrt. Das Wetter war auf unserer Seite. Wir hatten in fast jedem Hafen Sonne. Die Carnival Vista und ihre Crew sind mittlerweile ein perfekt eingespieltes Team. Alle geben ihr Bestes, um die Gäste zu versorgen, zu unterhalten und auch mal Probleme zu lösen. Denn schließlich soll sich jeder der über 4.600 Passagiere an Bord wohlfühlen. Für die Passagiere ist die Reise zu Ende. Doch für die Crew geht es immer weiter. Für mich geht es jetzt 7 Monate so weiter. Und zwar 7 Tage die Woche. Es war eine tolle Kreuzfahrt. Die Gäste können zufrieden sein. Diese Mittelmeerkreuzfahrt hat es gezeigt. Die Vista ist das Flaggschiff der Carnival-Flotte. Bald ist sie wieder in ihrem Heimathafen Miami und startet von dort aus auf eine Karibik-Kreuzfahrt. Egal, wohin die Carnival Vista fährt, gute Stimmung ist stets mit an Bord.